Hallo Kackbratzen! Was war eurer Meinung nach das größte Shooty-Shooty-Bang-Bang-Spiel, das je für die PS2 oder die Original-Xbox veröffentlicht wurde? Wenn jetzt hier jemand Call of Duty gesagt hat, dann bitte ich diese Person ganz ohne viel Lärm zu machen, jetzt ganz, ganz leise den Raum zu verlassen. Wir haben hier ein Publikum mit Anspruch. Vielen Dank. Jeder normale Mensch weiß, dass der größte Shooter, der jemals für ein Telespielsystem veröffentlicht wurde, kein anderer ist, als der von Criterion entwickelte und im Jahr 2006 von EA veröffentlichte Waffenporno Black. In Black dreht sich alles um die massenhafte Zerstörung. Hier geht es nicht darum, Munition zu sparen oder auch mit großer Präzision durch das Level zu huschen. In Black grillt man seine Wumme, trinkt nochmals einen großen Schluck Kaffee, der so stark und schwarz ist, dass der Löffel beim Umrühren stecken bleibt, wobei man Kaffee grundsätzlich immer ohne Zucker trinken sollte, drückt auf den Abzug und verwandelt nicht nur seine Feinde in ein rostiges Nudelsieb, sondern auch so ziemlich alles, was sich in unmittelbarer Umgebung befindet. Damit das Feuerwerk noch absurder wird, hat man an strategisch wichtigen Punkten jede Menge Sprengstoffkisten, Öltanks und anderen Kram platziert, den man effektvoll in die Luft jagen kann, um auch noch die restlichen Feinde über den Jordan gehen zu lassen. Black ist zweifellos der perfekteste Shooter aller Zeiten, bei dem man seine im Kopf befindliche graue Masse komplett abschalten und zum Schaukeln schicken kann, um sich voll und ganz dem Kugelhagel hinzugeben und... Hey, der schmierige Typ in der letzten Reihe, nimmst du bitte die Hand aus der Hose? Das ist jetzt der absolut schlechteste Zeitpunkt, um Mütze Glatze zu spielen. Ab zum Händewaschen. Wir machen hier so lange weiter. Wie gesagt, ist Black wirklich einzigartig, denn kaum ein anderes Spiel schaffte es, die Art und Weise, wie jede einzelne abgefeuerte Kugel auf irgendeine Weise mit der Umgebung interagiert, so perfekt zu simulieren. Jeder Schuss gibt auf die eine oder andere Weise eine Art visuelles Feedback, sei es einfach nur Staub, der aufgewirbelt wird, wenn eine Kugel auf Erde trifft, von Dingen abprallt oder sonst nur irgendwie eine Spur von Verwüstung hinterlässt. Eine einfache Staubwolke klingt vielleicht noch nicht so spannend. Aber wenn man mal mit Dauerfeuer sein Magazin leerballert und so noch viel mehr Staub aufsteigt und damit die Luft erfüllt, wird auch dem dümmsten Call of Duty-Spieler klar, wie chaotisch, aber visuell ansprechend Schießereien sein können. Wenn Glassplitter durch die Luft fliegen und sich der Mündungsrauch mit dem Dreck in der Luft die Sicht völlig trübt und man meist nur eine Kugel davon entfernt ist, eine Explosion auszulösen, dann ist das wohl das unfassbar fucking größte Ding, das man je erlebt hat. Neben dem Rauch, dem Staub und den Glassplittern, die euch um die Ohren fliegen werden, ist auch ein Großteil der Umgebung im Spiel zerstörbar. Nicht nur Fässer und Fahrzeuge explodieren, sondern man kann auch Betonstücke aus Wänden ausschlagen, Löcher in Wände sprengen, Stücke aus Säulen schlagen und noch mehr. Wohlgemerkt, nicht alles im Spiel ist zerstörbar, aber das, was sich zerstören lässt, reicht aus, um ein mollig warmes Gefühl in der Leistengegend zu erzeugen. Man muss einfach nur vor Criterion auf die Knie gehen und ihnen für dieses Meisterwerk bis in alle Unendlichkeit dankbar sein. Eigentlich waren die Leute einfach nur gelangweilt, Tag ein Tag aus nur Rennspiele zu entwickeln. Und während ihr Burnout wirklich ein absolutes Gedicht war, kann man es ihnen nicht verübeln, dass sie nicht mal was Neues ausprobieren wollten. Noch schon während der Zeit, als sie ein Teil der Canon-Gruppe waren, also der Butze, die seit ca. 3000 Jahren Fotoapparate herstellt, hat man die ersten Konzepte erstellt. Man wollte um die absolute brachiale Render-Engine mal endlich ein Spiel basteln, das zeigte, zu welchen heißen Scheiß die Software eigentlich fähig ist. Und so fummelte man erst gar nicht groß an einer Story rum, sondern konzentrierte sich zunächst mal ausschließlich um das Piu-Piu-Piu und fügte den Rest später hinzu. Das Problem war nur, dass Canon dann im Jahr 2004 Criterion Games an EA verkaufte und die Lackaffen waren so versessen darauf, dass die Leute ein neues Burnout entwickeln sollten, dass sich das Entwicklerteam aufteilen musste und in einem streng und eng bemessenen Zeitraum ihren Mega-Shooter zu Ende bringen mussten. EA ließ die Burschen, unter denen sich auch Sean Murray befand, der später dann aus der Sklaverei flüchtete, um dann Hello Games zu gründen, Tag und Nacht und auch die Weihnachtstage im Büro bei Wasser und Crack verbringen. Denn je schneller Black fertiggestellt werden konnte, desto schneller konnte man bis zum Lebensende auch Burnout-Spiele entwickeln, was aber am Ende im wahrsten Sinne des Wortes zu einem krankhaften und echten Burnout wurde. Aber lassen wir uns von ihr jetzt mal nicht den Spaß verderben und konzentrieren uns mal wieder auf den weltbesten Waffenporno aller Zeiten. Natürlich gibt es wie in einem jeden dieser speziellen Filme für Erwachsene auch eine Story.
Die Handlung dreht sich um Jack Keller, einen Agenten einer Spezialeinheit, der im Verhörzimmer von seinen Vorgesetzten wegen seiner eher fragwürdigen Methoden, die wohl nicht ganz im Handbuch stehen, auseinandergenommen wird. Vor allem möchte man wissen, wie es mit seiner Beziehung zum verräterischen Waffenhändler und mysteriösen Terroristen William Lennox steht. In einer Art Rückblick spielt man nun dann die gefährlichsten Missionen von Keller nach und erlebt, wie er sich durch Scharen von Gegnern ballert, Gebäude und Fahrzeuge in die Luft jagt und Jagd auf Lennox macht. Black glänzt natürlich nicht nur wie erwähnt mit seiner visuellen Präsentation, sondern auch das Gameplay ist Bombe. Wobei es hauptsächlich doch nur darum geht, wie man effektvoll seine Gegner ausschalten kann und das nicht nur mittels direkten Beschuss, sondern auch durch die Zerstörung von Mauern, die Feinde unter sich zerdrücken, oder durch Explosionen, die im Handumdrehen gleich eine kleinere Gruppe in die Hölle reißt. Und das ist auch gut, denn Feinde werden natürlich versuchen, hinter irgendwelchen Objekten Deckung suchen, damit sie nicht binnen 3 Sekunden zu Hackfleisch verarbeitet werden. Die Möglichkeit, einige Wände und Barrieren zu entfernen, um alternative Routen zu finden, ist nur ein kleiner Teil des etwas offenen Level-Designs. Es ist zwar immer noch ein sehr linearer Shooter, aber viele Bereiche bieten mehrere Möglichkeiten, um ans Ende eines Levels zu kommen. Es scheint eine Menge cooler Dinge zu geben, die einen jeden Durchgang komplett anders erscheinen lassen, sodass sogar ein jeder von uns niemals dasselbe Ergebnis haben wird, was natürlich den Wiederspielwert unglaublich steigert. Um noch einmal auf das Thema Deckung zurückzukommen. Bei all der Action wäre es falsch anzunehmen, dass man wie ein Bekloppter durch ein Level laufen und niemals Schaden nehmen wird. Natürlich kann man auch mit dieser Taktik enorm viel Spaß haben, man wird aber doch hin und wieder ins Gras beißen. Wer sein Leben liebt, der sucht ab und an ein wenig Deckung, lädt seine Waffe nach und überlegt sich ganz kurz, wie man alles in Sichtweite möglichst effektvoll niedermähen kann, ohne dass man selbst allzu viel Kugeln absorbieren muss. Es kommt auch sehr oft vor, dass einem Feinde aus gleich mehreren verschiedenen Richtungen angreifen. Man nimmt somit ein wenig Geschwindigkeit aus dem Spiel raus, damit sich das Getümmel etwas sortieren kann und schaltet dann nacheinander die Feinde aus. Es lohnt sich jedenfalls wenigstens ein klein wenig Geduld zu haben, um nicht selbst mit einem unnötigen Bildschirmtod aus dem Flow herausgeschmissen zu werden. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird man den größten Spaß seines Lebens haben. Die KI ist jetzt nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte, macht aber im Allgemeinen einen ziemlich guten Job. Eure Feinde suchen Deckung und auch strategisch gute Stellen, um euch dann unter Beschuss zu nehmen. Was aber jetzt eure KI-Teamkollegen betrifft, so sieht die Sache ein klein wenig anders aus. Die Arschkrampen haben meist nichts Besseres zu tun, als alle Befehle zu missachten und euch pausenlos im Stich zu lassen. In der Regel sind sie in etwa so schlau wie eure Feinde und suchen Deckung. Aber man sollte sich dann besser nur auf sein eigenes Können verlassen. Es ist zwar nett, wenn man ein paar Freunde im Team hat, aber Team ist auch nur eine Abkürzung für toll ein anderer macht's. Und so laufen wir fröhlich und mit der sanften Melodie von Wagners Walkürenritt auf den Lippen durch das Level und erhöhen den Bleigehalt in der Luft. Das Tolle an Black ist, dass man von Anfang an die Messlatte ziemlich hoch angesetzt hat und auch im Verlauf niemals nachlassen wird. Nie wird man einen Punkt erreichen, in dem das Spiel einen Augenblick an Qualität verliert oder langweilig wird. Einige Abschnitte sind zwar cooler als andere, aber eben immer nur ein bisschen. Immer wird man Spaß haben, auch die letzte Kugel im Magazin zu verschießen, egal ob man nun einen Feind trifft oder ein Stück Beton aus der Mauer haut. Nie wird man wirklich die Kontrolle verlieren und das Spiel wird einem auch nie hinterrücks in den Rücken fallen. Wenn Black einen Fehler hat, dann ist es die Spieldauer. Nach nur wenigen Stunden ist der Spaß auch schon wieder zu Ende und man wünschte sich, dass man nur 1 oder 2 Stündchen mehr Chaos ausrichten könnte. Aber leider bleibt einem nichts anderes übrig, als das Spiel neu zu starten und von Anfang an zu beginnen, was aber immer noch ziemlich großartig ist. Es gibt auch keinen Mehrspielermodus, um etwas mehr Zeit mit der Apokalypse zu verbringen. Aber ehrlich gesagt stört mich das herzlich wenig. Im Gegenteil, so konnte man sich bei der Entwicklung wenigstens voll und ganz auf das Hauptspiel konzentrieren und musste nicht noch unnötige Zeit damit verbringen, einen unnötig aufgesetzten Mehrspielermodus zu entwickeln. Kommen wir nochmals kurz auf die Grafik zurück. Black erschien zu einer Zeit, in der die neue Videospielgeneration schon in den Startlöchern stand. Vermutlich hätte das Spiel auf der PS3 eine weitaus bessere Figur gemacht, aber was Criterion hier auf der PS2 ablieferte, gehört wohl zum besten Augenschmaus, den es je auf diesem System gegeben hat. Man wundert sich, zu was die PS2 überhaupt imstande war und nicht schon nach den ersten 3 Minuten selbst Feuer fing. Von der zerstörbaren Umgebung bis zu den absolut herausragenden Partikeleffekten ist Black ein wahres Vorzeigestück. Feindliche Einheiten verfügen über schöne Ragdoll-Physik, die in Verbindung mit der großen Anzahl an Explosionen im Spiel für einige sehr effektvolle Tode sorgt.
Die Physik ist auf eine sehr schnelle Reaktion abgestimmt. Das bedeutet, dass Körper, die von einer Explosion erfasst werden, nicht nur lustlos durch die Luft flattern, sondern mit voller Wucht mitgerissen und an Wänden und anderen Dingen auch entsprechend abprallen werden. Und dann noch das Licht. Volumetrische Beleuchtung, spiegelnde Glanzlichter und sogar ein bisschen Tiefenschärfe werden eure Augen zum Leuchten bringen. Die Sichtweite ist ebenfalls fantastisch und passt perfekt zur Größe der Level. Man muss hier der guten alten PS2 wirklich zärtlich auf den Popes klopfen. Denn es ist wirklich erstaunlich, was die Kiste hier noch ablieferte. Leider kommt es manchmal vor, dass die Action ganz kurz in die Knie geht, aber es wird nie wirklich zu einer Diashow. Im Großen und Ganzen läuft alles flüssig auf die Netzhaut, ohne dass es das Gameplay beeinträchtigt. Granada! Wo man aber auch richtig viel Arbeit reingesteckt hat, ist der Sound. Black hat nicht nur die schönsten Waffen aller Zeiten, sondern auch die besten Soundeffekte, die eure Woman erst richtig zum Leben erwecken. Ihr müsst eure Boxen wirklich bis aufs Maximum aufdrehen, denn das, was hier abgeht, ist einfach göttlich. Querschläger und Kugeleffekte haben alle mehrere Samples, sodass wirklich jeder Kugeleinschlag einen anderen Effekt ergibt. Wer Nachbarn hat, der sollte vor Spielbeginn einen Zettel an seine Tür kleben, denn wenn die Action so richtig in Fahrt kommt, wird der Bass das komplette Wohnhaus zum Zittern bringen. Abgerundet wird der Trip durch die Hölle mit einem fantastischen Soundtrack, den man in einem Shooter in dieser Qualität nur sehr, sehr selten findet. Black sorgt wirklich für ein ganzheitliches Spielerlebnis, das Herz im Dreieck springen lässt, denn dieses Spiel hat wirklich alles, was man sich von einem Shooter wünscht. Man hat hier ein Ding entwickelt, dessen Zentrum in erster Linie Waffen sind. Wohlgemerkt die schönsten Waffen mit den bestesten Animationen und Soundeffekten, die es jemals in einem Videospiel gegeben hat. Und um diese Basis hat man dann ein kompromissloses Gameplay gestrickt, das ein absolut intensives Spielerlebnis mit einem Maximum an Zerstörung bietet. Area secure, let's move out. Leider gab es dank EA nie eine Fortsetzung. Wer mehr möchte, sollte sich mal nach dem Spiel Bodycount umsehen, das im Jahr 2011 für die PS3 veröffentlicht wurde und als spiritueller Nachfolger von Black gilt. Aber ehrlich gesagt kommt es eben nicht wirklich an das Original heran. A while back you said you wanted to kill Lennox so bad you could taste it. Can you still taste it, Sergeant Keller? Yes. Then let us begin. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.